Hallo liebe Käferfreunde, heute ist meine Lieferung an Megasoma Gasporioni und die Cronorina Terbiana Layadi Larven gekommen. Und heute werde ich euch zeigen, wie ich meine Boxen einrichte. Das ist meine Box. Die war eigentlich schon in Gebrauch, aber man kann sie ja jederzeit immer wieder gebrauchen. Ja, das sind die Larven, 6 Stück. Ich habe eigentlich die Larven von Coleoptera XXL bestellt. Die hatten leider nur 6 Stück. Jetzt kommt da mal Laubwaldhumus rein. So, jetzt kommen die Larven dran. Mal schauen, ob alle leben. Ich fülle das Substrat deswegen oben auf, damit sie ihre Tiefe selbst suchen können. Damit ich auch immer Bescheid weiß, wie alt die Larven dann ungefähr sind oder wie lange ich sie habe, schreibe ich immer das Datum auf und wie viel Stück es sie beinhaltet, die Box. Hier kommen die Megasoma Gasporioni rein. Das ist eine 42 Liter Box. Also zuerst fülle ich mal eine Schicht Laubwaldhumus ein. Diese Schicht schön verteilen und schön aufdrücken, etwas andrücken. Jetzt kommt die Flakesoil-Schicht. Das wird jetzt schön verteilt. Und jetzt kommen die Larven. So, das streue ich jetzt einfach hier drauf. Man könnte auch die Larven gleich auf den Boden legen, aber ich mache das deswegen, damit die Larven sich ihren Platz selbst suchen können. Ich werde sie aber auch etwas vergraben, dass sie nicht so nackig an der Oberfläche liegen müssen. So, jetzt wird nur noch beschriftet und fertig ist die Box und die Einrichtung. Jetzt heißt es dann warten. Danke, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!